werden es gleich sehen. Ja, das sind Dinotox und Sebi. Sebi hier auf Sonic wieder. Und Dinotox auf Mew. Das heißt, wir sehen hier Pokémon gegen Sonic. Ist schon mal sehr interessant. Sonic wieder am Rumdashen, wie wir es von ihm gewohnt sind. Lädt sich hier die ganze Zeit gut auf. Links, rechts, links, rechts. Na, kriegt ja wirklich wenig Damage, während Dino immer mal wieder ein paar kleine Hits kassiert. Und da müssen wir auf jeden Fall ein bisschen drauf achten. Ja, der Sonic gibt hier auf jeden Fall gut rein, ne? Wenn du davon einmal getroffen wirst, dann ist da auch ziemlich viel drin. Und beide... Oh, das ist jetzt aber eine dicke Attacke von Dino. Allerdings macht das gar nicht so viel Damage. Wie ist das? Also manchmal sehen die Attacken einfach aus, als würden sie viel Damage machen. Machen sie auch, aber gar nicht unbedingt. Und deswegen sind wir jetzt schon bei 90% bei Lino. Und da geht es auf jeden Fall gut zur Sache. Kann jetzt aber den Sonic hier ganz gut countern. Und will sogar den Stock hier nehmen. Will ihn offstage halten. Kriegt es nicht ganz hin. Ja, also Linotox gegen Sebi. Wie war eine interessante Begegnung. Ich glaube, die haben beide schon gespielt auf diesem Rostocker oder Bremer vielleicht. Vielleicht eher, wenn da schon Bremen steht, ne? Bremen Weekly. Auf jeden Fall einer der stärkeren Bremer. Oder der stärksten, würde ich schon fast sagen. Und hält hier auf jeden Fall gut mit Linotox, der auch sich immer weiter steigert eigentlich. Und ziemlich gute Ergebnisse auch schon gegen SDN zum Beispiel erzielt hat. Mhm. Also auch mit einem Charakter, den man eigentlich so nie sieht. Also sehr guter Mewtwo-Spieler, der jetzt auch hier in Führung geht. Ersten Stock direkt genommen. Ist natürlich jetzt gut gehittet, aber man will natürlich dann immer jetzt so viele Prozente wie möglich dem Gegner noch nehmen, bevor man selber den ersten Stock verliert. Und das soll hier jetzt auch passieren. Kann hier den Sonic wieder abhalten und kriegt ja auf jeden Fall gut was rein. Aber man ist auf 161. Oh. Die Stage geht auf jeden Fall gut ab. Reicht allerdings nicht ganz hier für den Kickoff. Man wartet jetzt. Also man kriegt hier wirklich echt gut was rein. Und Sonic bisher noch nicht so. Wir haben ja schon Sebi Sonic heute gesehen. Da nimmt man auf jeden Fall erst einen Stock weg. Das war deutlich dominanter noch. Also hier wirklich ein bisschen vorsichtiger muss gespielt werden. Das nimmt man hier auf jeden Fall mit. Aber Linotox war. Linotox, ne? Ja, genau. Weiß auf jeden Fall, was er da machen muss gegen Sonic. Und kann da sehr gut reagieren. Jetzt gut aufgeholt gerade von Sebi. Hat den Stock geholt und. Oh! Kriegt hier aber direkt die Bag herein. Und verliert den Stock. Kann er hier jetzt direkt aufholen? Jetzt gerade hat er Stage Control, aber Linotox macht das sehr gut. Auf jeden Fall. Mit dem B-Reverse. Shadow Balls. Das sieht sehr, sehr, sehr gut aus. Hat jetzt hier eben noch seine zwei Stocks übrig. Während Sebi nur einen noch hat. Und das auch schon bei 52%. Da kann Linotox auf jeden Fall gut was gegenhalten. Genau. Linotox bisher jedes Set von den beiden gewonnen. Also die haben tatsächlich bei den Bremen Weeklies zweimal gegeneinander gespielt. Und bisher ging jedes Set an Linotox. 4 Sets insgesamt. Mal schauen. Also bisher hat Sebi auch nur ein Game gezogen von ihm. Mhm. Mal schauen. Also jetzt im Moment sieht es natürlich nicht so gut aus für ihn. Aber das kann sich natürlich alles schnell ändern. Versucht hier die Bremer Ehre zu verteidigen. Sehr gut. Upthrow. Ja. Haben wir auch relativ selten, also Leute aus Bremen, ist ja dann doch eine Ecke, ne? Ja, ist eine ganze Ecke, ja, das dauert, ich glaube im Zug dauert das schon mindestens 3 Stunden, obwohl nicht ganz drei, doch ungefähr 3 Stunden, glaube ich. Also das dauert auf jeden Fall seine Zeit, bis man dann tatsächlich hier ist. Mit dem Auto weiß ich nicht ganz genau, aber ist eine ganze Ecke weg, ja. Ja, also Dedication, würde ich sagen. Auf jeden Fall. Das ist cool, wenn er jetzt auch gerade Erfolg hat. Er ist ja jetzt schon im Winners Quarterfinals. Hat gut gegen, er hat gegen Ian gespielt, was ein Upset ist. Also gegen Ian gewonnen. Ja. Und ja, also ich
Ich weiß nicht, ob er seinen Seed schon outplaced hat, aber er ist auf jeden Fall schon mal safe. Neunter, ja, dann hat er seinen Seed auf jeden Fall outplaced. Mal schauen, ob er hier Top 8 kommen kann, indem er Linotox besiegt. Dann wäre er ja sogar Top 5. Winner Semifinals. Selbst wenn man dann einfach zweimal verliert, dann ist man fünfter Platz geworden. Ja. Genau, Niceface und Splashmage spielen schon gegeneinander. Von daher werden wir auch gleich sehen, gegen wen der Gewinner aus dieser Partie spielen wird. Ja, wir sehen die gleichen Charaktere nochmal. Andere Stage, aber tut sich eigentlich keinen Abbruch. Jetzt hier tatsächlich Sebi mit ein bisschen aggressiverem Playstyle kriegt hier gut was rein. Aber das sah vorhin am Anfang sah es auch noch so aus. Also hier echt gute Aggression dabei. Da kriegt man auf jeden Fall gut was rein. Ja, Sonic, wie man unschwer erkennen kann, sehr schneller Charakter. Aber auch ein Charakter, also dadurch, dass er so schnell ist, kann man ihn auch unfassbar schnell spielen. Aber das ist dann schon, muss man schon ordentlich Skill für haben, um den praktisch auf Max Speed spielen zu können. Ja. Es erfordert sehr viel Reaction Time, natürlich auch sehr viel Wissen über Sonic einfach, was mit was connected. Und da gibt's einiges. Ja. Und Sebi macht das hier schon sehr gut alles. Ja. Also vorhin hatten wir ihn ja auch schon einmal auf Sonic gesehen, da sah das auch schon sehr, sehr gut aus. Jetzt im ersten Match hat er ja ein bisschen gestruggelt, aber das sieht auf jeden Fall hier schon mal ganz gut aus. Und das ist der Kill, okay. Ja. Also Sebi hier gerade in Führung. Mal schauen, wie Linotox drauf reagiert. Ob er impatient wird? Nein. Holt sich direkt den Kill. Ja, damit quasi wieder ausgeglichen, ist wirklich kaum Unterschied noch da. Auch wenn Sebi hier natürlich direkt wieder rangeht. Und das auch ziemlich hart. Genau, man spricht bei Mewtwo von einer Glass Cannon. Kennst den Begriff wahrscheinlich auch, ne? Einfach ein Charakter, der sehr früh stirbt. Auch wenn er so groß ist, ist er sehr, sehr leicht. Und auch ein riesiges, leichtes Ziel, dadurch, dass er so groß ist. Die Hitbox. Die Hurtbox, besser gesagt. Und dafür haut er aber auch sehr, sehr stark rein. Er kann sehr früh killen. Viel Range. Ja. Und ja, damit muss man halt einfach spielen können. Das ist natürlich immer High Risk, High Reward. Oh, okay. Ja, aber jetzt hier, also Sebi scheint auf jeden Fall besser reingefunden zu haben als noch das Game davor. Hier deutlich mehr Kontrolle von ihm, kann die Stage hier gut halten. Will hier Linotox auf jeden Fall raushauen und das kriegt er auch hin. So, noch ein Stock für Linotox. Also da will auf jeden Fall Sebi gut was reißen. Oh. Dann kommt man nochmal hoch und nimmt noch direkt den Damage mit. Oh ja. Boah, das ist richtig guter Damage. Das ist genau das, was Sebi hier gerade gebraucht hat. Ja. Einfach ein bisschen Damage drauf kriegen. 64 ist schon sehr gut. Wie gesagt, ein sehr leichter Charakter, Mewtwo. Okay. Genau. Ich weiß nicht, ob du das schon weißt, aber je höher die Prozentzahl von einem Charakter ist, desto mehr hauen sie auch rein. Das ist Rage. Ja. Und das geht bis 150. Eben gerade Sebi bei 162. Hätte Mewtwo bestimmt mit irgendwas schon killen können. Ja. Wenn es ein Smash ist. Ja, jetzt beide sehr ähnlich reingehauen. Beide jetzt auch einen guten Weg. Und das war es tatsächlich. Und Sebi holt sich hier den Ausgleich. 1-1 bei den beiden. Das auf jeden Fall. Man sieht, Sebi hat ja auf jeden Fall die Chance und will natürlich auch gerne weiter rein ins Bracket. Du hast schon gesagt, er hat seinen Seeding quasi schon outscored und das will er natürlich eigentlich gerne noch ausbauen. Ist dann natürlich immer schön zu sehen, wenn Leute, die quasi aus einem niedrigeren Seeding kommen, dann so weit kommen. Auf jeden Fall. Und es ist auch cool zu sehen, wenn Leute, die einfach lange fahren, halt auch lange drin bleiben. Ja. Und das bringt halt auch frischen Wind rein. Sonst
hat man im Norden oft diese Begegnungen, die einfach immer wieder kommen. Ganz oft hatten wir zum Beispiel SDN Rufen ganz Finale. Rufen ist heute nicht da, aber der ist heute bei True 4, also bei einem ziemlich interessanten Turnier. Und ja, diese Begegnung hat man halt so oft schon gesehen einfach. Die waren irgendwie 15-15, glaube ich, was Set-Counts angeht. Ah, okay, ja. Weil die dauernd im Grand Final gegeneinander spielen mussten. Ja. Die einfach sehr gut sind. Das ist natürlich krass. Genau, das ist schon schön, wenn Leute mal von außerhalb kommen. Also wir begrüßen hier jeden. Wir hatten schon Dänen hier. Ist ja auch aus dem Norden. Das war sehr schön. Der eine Däne hat sogar gewonnen. Ah, okay, krass, ja. Und... ja, also wenn irgendjemand aus Holland kommen will oder aus Berlin, die Szene ist groß und wir haben hier sehr gerne Besucher. Oh, schöne Abwehr, da hat er sich sehr gut mit verteidigt mit der Side-B. Also hier jetzt langsam halt mal wieder gegen. Linotox ein bisschen besser ins Game gekommen, aber auch Sebi hält hier wirklich sehr gut rein. Also beide geben hier wirklich ihr Bestes. Wollen hier wirklich alles für den Sieg geben. Aber die Prozente, die kommen noch rein hier gegen Sebi. Ist natürlich immer genau. Das killt. Okay, krass. Ja. Okay, jetzt. Ja, okay, das hat er gebraucht, genau. Ja. Viel mehr hätte er dann auch nicht fressen können. Er hat den Kill bekommen, jetzt kann er sich wieder ans Damage machen, aufs Damage machen konzentrieren. Ja. Das ist noch aufholbar. Noch. Ja. Also das war auf jeden Fall ein wichtiger Befreiungsschlag hier, auch wenn er jetzt schon wieder sehr viel kassiert. Aber ist schwierig, da dann aus der Ecke rauszukommen. Aber hier schön gemacht. Hat sich hier befreien können. Lintox macht das hier sehr gut mit seinen Hitboxen. Also hat immer irgendwas im Weg von Sebi. Normalerweise ist Sonic ein Charakter, bei dem man einfach, der ist so schnell, da kann man kaum drauf reagieren. Ja. Aber Lintox macht das auf jeden Fall sehr gut. Das muss man auch. Also wenn man den Approach oder das Neutral gegen Sonic nicht kann, dann hat man eigentlich schon so gut wie verloren. Oh, was für eine Frame Trap. Sehr gut. Ja. Oh, und das könnte halt gleich schon das weitere Game gewesen sein. Matchpoint ist ja noch nicht. Beide haben ja auf jeden Fall noch mindestens ein Match vor sich. Dementsprechend steht hier nicht der Druck ganz so hoch, aber den Matchpoint will man natürlich mitnehmen. Aber Sebi muss dafür ganz schön hart arbeiten, denn Linotox hat hier noch ein Leben auf dem Buckel. Das will er dann natürlich auch gut eingesetzt wissen. Kriegt es hier aber, also Sebi noch nicht ganz abgeschrieben hier, will hier auf jeden Fall noch alles geben. Und hat eben jetzt auch bei 130% gut Damage im Petto. Aber genau damit muss er weitermachen. Also muss ihn irgendwie an der Edge halten. Oh! Mhm. Aber wenn du halt so hochprozentig bist, dann reicht dann meistens ein wirklich guter Hit. Dann ist halt vorbei. Okay, aber noch gut ausgehalten auf jeden Fall. 2-1 hier jetzt für Linotox. Ich werde einmal kurz zu Torben gehen. Ja. Das ist gar kein Problem. Die Spieler schreien ja auch noch nicht ganz so. Ah, doch, da machen sie sich ready. Ich denke, die werden auch direkt wieder reingehen. Suchen sich die Stage kurz aus. Wir gehen wieder nach Smashville. Die kleinere Animal Crossing Map. Und beide bleiben bei Sonic und Mewtwo. Ne, hat euch auch nichts anderes erwartet. Beide wissen, dass es funktioniert. Beide wissen, dass sie den Gegner schlagen können mit diesem Pick. Und ja, gehen auf jeden Fall damit einfach weiter rein. Und Sebi eben weiter am Dashen, will unbedingt Damage machen. Aber auch Linotox weiß das inzwischen, wie genau Sebi das angeht. Das heißt, beide müssen so ihre Taktik ein bisschen anpassen, um eben neue Möglichkeiten zu finden, dem Gegner Damage zu machen. Denn irgendwann hat man ja herausgefunden, was der Gegner macht, und dann kann man Countermöglichkeiten entwickeln. Hier jetzt gerade momentan sehr gut von Linotox gezeigt, der hier echt Sebi gut rannimmt und ziemlich viel Damage austeilen kann.
Linotox hat ja jetzt hier auch einen Matchpoint, das heißt, wenn er gewinnt, geht es für ihn ins Halbfinale, ins Winner Bracket Halbfinale. Und da wollen auf jeden Fall beide Spieler momentan hin. Ja. Okay. Ja, also derjenige, der besser killen kann im Moment, das ist immer so ein bisschen. Oh! Keine Kraft für die Kinder. Oh! Ja. Aber das ist auf jeden Fall gut. Ja. Aber nicht mit gerechnet. Sehr, sehr wichtig hier. Man hier jetzt auf jeden Fall ein bisschen den Ausgleich wieder schaffen kann. Jetzt hat Sebi auf jeden Fall wieder ein bisschen den Groove gefunden, kriegt hier echt super viel Damage raus. Ja. Ganz wichtig, dass er jetzt Momentum behält. Ja, nicht Linotox wieder in eine gute Abwehrposition begeben lassen, sondern eben weiter draufhauen. Aber der hat eben versucht, genau das gleiche, also der gleichen Kill nochmal zu machen. Also ja. So early einfach. Oh, er hat ihn mit dem F-Smash erwischt. Und das heißt jetzt auf einmal, ja, dass Sebi in Führung ist. Ja, ich meine, er ist zwar low, aber das sieht auf jeden Fall okay aus, ja. Aber wird gut angegangen noch. Okay, und es sieht so ein bisschen so aus, als ob Linotox jetzt nach dem Kill fischt. Haut viele Killmoves auf jeden Fall raus. Wobei das auch eine ganze Menge sind beim YouTube. Ja. Okay, nein, das reicht noch nicht. Kriegt ihn hier nicht ganz. Das ist eben alles Damage, der schon drauf ist, wenn Sebi eben zurückkommt mit 0%. Okay. Was aber jetzt der Fall sein wird. Also sind wir jetzt Linotox hier auf dem Matchpoint. Der will auf jeden Fall hier den Sack zumachen. Ist ja aber bei 91%. Das heißt, Sebi hat hier die Möglichkeit, in Game 5 gehen zu wollen. Wie gesagt, das wäre der erste Sieg von... Oh! Oh, das wär der erste Sieg von Sebi über Linotox. Also wäre das schon ein Big Win auch. Ja, Linotox jetzt hier gerade mit einem guten Comeback-Angle. Aber man kriegt den Kill. Man kriegt den Kill. Ja, gerade da muss man sehr, sehr gut aufpassen bei Sonic. Ja. Okay, es steht 2-2. 2-2 jetzt hier. Sehr, 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 sehr strong. Und wir sehen hier gerade im Hintergrund, da sammeln sich einige Leute gerade. Was ist das für ein Set? Spielt Sketty gegen irgendwen? Was ist das? Getty gegen Squall? Ist das das? Ich weiß nicht. Ist natürlich immer super interessant auf so kleinen Venues, ne? Wenn du das hast, dann kommen immer alle an, ja. Stellen sich da drum rum. Das ist immer schon sehr nice. Besonders hier geht das ja gut, weil wir eben diesen einen großen Raum haben. Es scheint super spannend zu sein gerade. Die Leute zappeln rum. Ja, das sieht richtig gut aus. Eine Mischung aus rumzappeln und gebannt auf den Bildschirm schauen. So, und wir gehen jetzt ins Game Nummer 5. Ja, das finale Match hier aus dieser Begegnung. Und beide behalten ihre Charaktere bei. Ich meine, es hat ja für beide funktioniert, ne? Es haben beide mit den Charakteren 2 Matches geholt. Beide wissen ungefähr, wie sie die Matches gewinnen können. Ja, in dem Moment wäre ich auch nicht runtergeswitcht. Ja. Also... Jetzt noch irgendwie experimentieren ist nicht der richtige Weg. Ja, da ist nur Zähne zusammenbeißen und dann wird sich halt einfach zeigen, wer das Ganze holt. Da muss man an sich und seinen Charakter glauben. Ja. Und gerade macht Sebi das aber sehr gut, muss man sagen. Linotox wirkt gerade ein bisschen nervös, beziehungsweise die Geduld ist nicht mehr da. Die Geduld ist nicht mehr da. Sonic ist halt auch ein Charakter... Es ist schwierig, also es wird schwerer, je länger das Set geht. Oh! Boah. Aber er holt sich den Kill super early und jetzt, das ist natürlich, also da kann er aufatmen. Also das, genau das, was er braucht. Aber oh, wow. Direkt der Return Kill. Was für ein Kill. Wow. Das ist krass. Okay. Und jetzt ist es wirklich sehr, sehr ausgeglichen hier beide. Also das kann hier noch in beide Richtungen gehen. Das ist auf gar keinen Fall... irgendwie vorentschieden. Eieiei. Linotox hat ein bisschen den Struggle. Also er fischt gerade so ein bisschen. Ja.
Er muss sehr viel schilden, kriegt aber Sebi auch nicht so richtig gepunished dafür. Also für die ganzen Spin-Dash, diese ganzen Spin-Attacken, die Sonic eben... Oh, das hat ihn fast gekillt. Ja. Das wäre so wichtig für Sebi hier. Oh mein Gott. Aber es reicht noch nicht ganz. Aber der reicht. Okay, das heißt, Linotox ist nur noch auf einem Leben. Und das wäre der erste Sieg von Sebi gegen Linotox, richtig? Ja, das wäre der erste Sieg. Und das wäre ein starker Sieg. Also das würde heißen, Sebi kommt hier in die Top 5 von seinem ersten NEZ. Und die Bremer Hope ist immer noch da. Oh, das ist gerade so spannend. Ja. Linotox wird jetzt wahrscheinlich fischen, aber er fischt gerade gut. Ja, sieht auf jeden Fall gut aus. Aber jetzt kommt Sebi zurück auf Stage. Sonic ist ein Charakter, gegen den man Erfahrung braucht und vor allem Ruhe. Man braucht, muss locker bleiben einfach bei diesem Charakter. Ansonsten wird das sehr schwer. Und wir werden jetzt in den nächsten Minuten sehen, ob Linotox diese Ruhe bewahren kann, weil er gerade weit zurückliegt im Moment. Oh, aber er kriegt den F-Tilt. Ja. Und jetzt sind beide nur noch mit einer Chance da. Oh mein Gott. Es reicht. Death Smash. Oh. Und Sebi holt den Upset. Ja. Das ist krass. Glückwunsch an Sebi. 3-2 hier gegen Linotox. Das ist ein starker Win. Auf jeden Fall. Und wir sehen auch, dass er eben gerade das Pop-Off von Sebi